Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kingdom Hearts. Wir befinden uns kurz vor einem Schlüsselloch in Agrabah, dem zweiten, das ich entdeckt habe. Und jetzt wollen wir das direkt mal auslösen. Ich war ja so fies und habe das letztes Mal nicht gemacht. Asche auf mein Haupt. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt machen? Okay, ich dachte irgendwie irgendwas Epischeres passiert. Na gut, irgendwo hat sich jetzt was geöffnet. Kann ich mitnehmen, dann komme ich wenigstens da weiter. Mal gucken, ob ich das Tor jetzt auch finde. So wie ich mich kenne. Obwohl, ich glaube, da waren wir vorhin schon. Also, vorhin in Anführungszeichen. Bei der letzten Folge. Da oben müsste das sein. Da komme ich hoch. Obwohl, hätte ich da nicht auch anders hinkommen können? Ich lasse das mal unkommentiert. Warum hält er sich daran eigentlich nicht... Okay, muss er auch nicht. Diese Kamera, ne? Die macht mich wahnsinnig. Ich glaube aber, ich muss so weit hoch, oder? Versuchen wir es nochmal. Boop, boop. Hoch da. Das, ist das das da drüben? Dieses, was so mega offensichtlich offen ist? Ich glaube schon. Okay, versuchen wir mal. Cutscene! Jafar und Jasmin stehen unten am Tor. Oh je. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch, oder Junge? Hä, nein. Zurück in dein Loch, Ratte. Ich verbiete dir, die Prinzessin noch länger zu belästigen. Jasmin! Es tut mir so leid, Aladdin. Genie, hilf Jasmin, bitte! Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Was? Hä? Oh, Jago, du Sau. Tut mir leid. Was? Das ist... Echt jetzt? Was? Sie sind im Spinntopf. Lebt wohl, ihr Ratten. Zum Angriff. Oh, nö. Hä? Aber ist sie nicht in einem Topf davor drinne? Was ist das? I, was ist das? I, was ist das? Was zum Henker? Ist das ein Endgegner? Was ist das für ein ekliges Kackviech? Jetzt bin ich schon fast tot? Wow, läuft bei mir. Okay, vielleicht sollte ich erstmal die Minispinnen wegmachen. Das war die beste und längste Runde, die ich jemals in einer Art Endbosskampf überlebt habe. Nicht. Muss ich jetzt wieder den Kram von gerade nochmal anhören? Ist das wie beim ersten Gegner? Das sieht fast so aus, ne? Oh, weißt du was? Ich prügel dich gleich kaputt. Du Blödmann! Du steckst deine Ziele etwas zu hoch, oder? Und bei euch so. Hattet ihr einen schönen Tag. Ich verbiete dir die Prinzessin. Oh Mano, warum haben die das nicht geändert? Jasmin! Das verstehe ich nicht. Leid, Aladdin. Wenn das wieder so ein schwerer Gegner ist, ne? Hilf, Jasmin, bitte. Kannst du mir auch helfen? Noch ein Wunsch. Wie geguckt hat er, ist geil. Wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Er hätte einfach wegfliegen können. Abgelehnt. Und ich verstehe gar nicht, wie Aladdin das nicht merken konnte, dass Jago ihm die Lampe weggenommen hat. Tut mir leid. Vor allem, wie dünn ist sie bitte und klein, dass sie da reinpasst. Lebt wohl, ihr Ratten. In der Position, so runterfallend. Und er verschwindet einfach, was geht? Okay, jetzt machen wir erstmal die kleinen Töpfe fertig. Ich würde gerne einen Simba rufen. Ich verstehe diese Dinge halt nicht so ganz. Was ist denn das überhaupt? Kann ich hier irgendwo hoch? Das sind so Autos oder so, die rumfahren. Ich würde halt gerne... Ich komme hier aber auch nirgends hoch. Was bringt das denn, wenn ich sowas mache? Ist das gut oder schlecht? Ach scheiße, ich habe den falschen anvisiert. Was machen die denn da? Die sind, glaube ich, in den nächsten Bereich gegangen. Kann das sein? Na super. Okay, ich glaube, ich heile mich erstmal auf. Na, dann wollen wir da mal hinterher. Okay, das hat nicht so viel gebracht.
Ich weiß halt nicht, ob es schlau ist, einfach drauf einzukloppen. Ich krieg halt irgendwie auf die Fresse gerade. Oh Gott. Okay, bei mir ist auch gerade Alarm. Wo geht denn der Kram jetzt hin? Komm zurück. Das war ja gemein. Donald, wo bist du? Komm da runter, du blöder Topf. Naja, immerhin hört er auf mich. Vorne ist das auch noch Magie. Achtung, Scheiße! Ah! Dieses eklige Vieh kommt! Weiß halt nicht, was das für ein Kackteil ist hier. Also, wenn ich mal so ausfallend und eklig sein darf. Aber was ist denn das überhaupt? Ich weiß nicht, wie effektiv das gerade ist, was ich mache. Oh, Kacke, das Ding kommt zurück. Hier ist aber gerade eine Menge grünes Zeug irgendwo rausgekommen. Was ist das überhaupt? Das ist aber auch ein sehr interessantes Design. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendeine Art Käfer oder so. Was? Ich bin tot? Wovon bin ich jetzt gestorben? Ich hab doch... War da gerade irgendwie die Musik, dass ich fast tot bin? Okay, gucken wir uns das nochmal an. Muss ich mir jetzt nochmal das Intro angucken? Oh je, Leute. Vielleicht habt ihr ja... Also ich sag das jetzt schon mal, weil ich kaum sehe, dass das hier auf jeden Fall die ganze Folge dauern wird. Also vielleicht auch nicht, aber... Vor allem, wenn ich mir den Kram immer anhören muss. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, was man zuerst und was zuletzt angreifen soll. Ich dachte eigentlich, diese Töpfe mit den Spinnbeinen... Aber ich habe das Gefühl, die kommen immer und immer wieder und der Hauptgegner sind halt diese zwei blauen Dinger. Vielleicht muss ich mich erstmal auf einen davon konzentrieren. Mal gucken, ob ich das gebacken kriege. Hilf, Jasmin, bitte! Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Und gleich bist du in Jafars Händen. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Ha? Tut mir leid. Wie süß, dass er mich auch einfach schon Al nennt. Naja gut, aber er ist auch ein sehr lockerer. Und jetzt? Lebt wohl, ihr Ratten. Weil man weiß auch nicht, in welchem Töpfe Jasmin drin ist, oder? So, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Kopf. Ist das korrekt? Problem ist... Oh, ich bin gleich schon tot. Ich bin gleich schon wieder tot. Vielleicht ist der Kopf auch nicht die richtige Adresse. Ich glaube, die haben erstmal genug und sind in die nächste Ebene. Ich werde erstmal warten, bis Donald wieder fit ist, bevor ich weitergehe. Jasmin muss mal kurz den Sabbel halten. So, das sammle ich jetzt noch ein. Das hier auch. Oh Gott, scheiße. So, Donald, ich warte kurz auf dich. Ich hoffe, der Gegner kann sich nicht regenerieren. Das wäre ein bisschen ungünstig. Komm, ich stehe erstmal rum, während der da vorne ein bisschen rumrennt. Donald? Hey, na, geht's dir gut? Komm, Junge, hilf mir! Please, 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 please. Need your help. Halb. Und der vorne chillt immer noch rum. Donald? Wie lange geht das eigentlich immer? Sind die da eine Minute down oder eine halbe oder... zwei Minuten oder muss irgendwas anderes passieren? Ich könnte Goofy auch heilen, aber ich glaube, das... Ist das effektiv, wenn man seine Mitstreiter so heilt? Ich meine, warte mal, ich habe doch noch bestimmt ein paar Potions, oder? Komm, Goofy kriegt jetzt einen. So bin ich zu dir. Ich hätte ja tatsächlich noch Potions, die ich benutzen könnte, ne? Okay, Donald ist auch wieder da. Der kriegt auch nochmal einen Potion von mir.
So, dann wollen wir mal in die nächste Runde. Frisch gestärkt. Ah, da kommt der Blödmann auch wieder. Ich sehe mich auch gerade gar nicht. Ich muss mal irgendwie weg hier. Ein bisschen Kram einsammeln. Töpfe kaputt machen. Aua. Ah, das Ding kommt zurück. Das Ding kommt zurück. Oh, scheiße. Blitz, Blitz, Blitz. Scheiße, Blitz, Scheiße, Blitz, Scheiße. Ah! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Hä? Oh, danke. Er hat mir gerade einen Potion in die Hand gedrückt. Was macht er denn da? Oh, scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh Gott, das war knapp. Aber der ist auch fast down, glaube ich, oder? Aua, aua, aua. Der dreht wieder durch. Aua, er dreht wieder durch. Und ich muss hier weg. Nein, ich muss hier weg. Nein, ich sehe gerade nichts. Okay, er ist down. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Hat doch nicht die ganze Folge gedauert. Hihihi. Glück gehabt. Girlande erhalten. Jasmin! What? Eine Girlande? Was soll ich damit? Soll ich wieder irgendwo hinhängen? Was bin ich? Innendekorateurin? Kommt, schnell! Weiß ich, was haben wir in der Wüste? Oh nein, okay, also sind sie jetzt wirklich in der Wüste. Da war mein Ansatz von letztens ja gar nicht so falsch. Ach, Kacke. Okay, oh mein Gott. Ach ja, okay, also sollen wir offensichtlich gleich in die Wüste. Ich gucke mir aber gleich erstmal nochmal an, bevor wir da hinlatschen, was ich jetzt an Gelände habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da in der Wüste zu einer Art Showdown. Oh, jetzt gibt es ja auch die Fledermäuse. Zu einer Art Showdown geht. Und jetzt habe ich wieder ein Level erreicht. Das ist sehr cool. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt am liebsten noch ein bisschen machen würde für den Rest der Folge. Aber ich habe ja jetzt unerwarteterweise dieses Ding schon erledigt. Was auch immer das war. Irgendeine Art Tausendfüßler. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen trainieren und mir halt gleich die Girlande angucken. Ach ja, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das Viech heute noch legen. Ich meine, gut, es war wahrscheinlich nur so ein kleiner Zwischengegner. So, gucken wir uns mal erstmal an, was die Girlande ist. Geringfügig. Was ist denn das? Was haben wir? Girlande. Maximum HP und Maximum MP steigen geringfügig. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Ich habe halt noch nie einen Rufen gemacht. Mhm. Ach so, da steht sogar... Das habe ich noch gar nicht gesehen. An der Seite steht, was es bewirkt, wenn ich das jetzt wechseln sollte. Den Reißzahn gegen die Girlande. Also mehr HP, mehr MP, ein weniger AP, ein weniger Angriff und ein weniger Abwehr. Hm. Oder auch nicht. Hier ändert sich nämlich irgendwie gar nichts. Na gut, Abwehr irgendwie. Aber es sieht ja eigentlich ganz cool aus, ne? Girlande ist schon... Hier würde alles schlechter. Na gut, nicht alles schlechter werden. Ich glaube... Warte mal, nachher Ralf ging... Nee, das ist blöd. Ich glaube, das lasse ich so, oder? Kann ich den anderen denn nicht irgendwie noch was geben? Donald? Feuerring. Hm. Da würde sich nichts ändern. Protiskette. Der Reißzahn ist nämlich eigentlich ganz gut. Komm, Goofy kriegt vielleicht dann auch noch was. Oh mein Gott. Ich hätte die ganze Zeit Goofy was geben können. Ich dann noch. Komm, hier, Inferno-Wall. Ich bin ja blöd, warum habe ich das vorher nie bemerkt? Das ist so eine typische Nat-Aktion, ne? Ach, hier geht's wieder schon zum Stadtportal. Dann haben wir hier die Gegner nochmal weg. Eigentlich würde ich ja gerne lieber die Fledermäuse angreifen, aber... Ich will zum Beispiel jetzt nicht in die Wüste gehen, nur weil da eine Fledermaus rumhängt.
Je, wie der Kopf von dem aussieht, wenn er das macht, ne? Ach, Eiszauber, ne? Das möchte ich auch mal wieder machen. Vielleicht sollte ich doch... Ich meine, das andere Ding mache ich jetzt eh nicht momentan. Dieses Aero. Wie verbessere ich eigentlich Zauber? Indem ich die einfach ganz oft einsetze? Oder muss ich dafür noch irgendwas anderes machen? So, der hat viel Erfahrung gebracht. Ich greife präventiv alle Vasen an, die ich so rumstehen sehe. Ja. Meistens auch zurecht. Ich könnte auch mal meine Items nochmal auffüllen. Ich meine, gerade eben das mit den Potions war, glaube ich, ganz cool, dass ich das zwischendurch machen konnte. Damit Donald und Goofy nicht tot irgendwo in der Ecke rumhocken. Können die alle so viel tragen? Ach nee, wenn ich Donald das gebe, ist natürlich ein bisschen Quark. Aber mir könnte ich noch rausholen. Ach so, perfekt. Ja, normale Potions haben wir ja noch ordentlich. Aber ihr habt ja mal gesagt, wenn ich den anderen das gebe, dann ist das natürlich ein bisschen kacke. Weil die immer sofort rausballern. Aber wenn wir jetzt wirklich vor einem Endgegner stehen sollten... Okay, was soll's, ich habe ja so viele. Komm. Ich gebe euch jetzt derbe viele Potions. So, Goofy kriegt... Goofy kriegt eine Menge Potions. Obwohl, Goofy könnte sogar einen Ether geben, ne? Vielleicht gibt er mir das dann. Der wird das im Gegensatz zu Donald nämlich nicht benutzen. So. Das sieht gut aus. Ich denke, jetzt sind wir ganz gut vorbereitet für das, was auch immer uns in der Wüste erwartet. Und ich würde sagen, dass wir das in der nächsten Folge angehen werden. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Heute ist ja mal wieder ein bisschen mehr passiert. Das heißt, ich bin nicht nur durch Agrabah geehrt, sondern ich wusste zur Abwechslung sogar mal, wo ich hingehen muss. Und habe sogar einen Mini-Zwischengegner gelegt. Natürlich nicht auf das erste, beim ersten Versuch. Das muss ich noch üben. Aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall spannend. Ich habe ein bisschen Angst. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein paar Kommentare auf meine Fragen und so. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.